meine Liebe, noch 10 Minuten bis zu Hause. Aber ich hatte noch eine kleine Idee, deswegen melde ich mich nochmal bei dir. Ich habe jetzt gerade die 2 Silvesterzirkel gegeben. Das war wirklich super schön mit euch. Es waren wirklich viele, viele Frauen dabei. Und es war total nett. Der Steuerberaterin ein Neujährchen vor die Tür gestellt. Super, super wichtig. Ohne die läuft gar nichts bei uns. Und das wisst ihr alle schon, ne? Das ist nicht meine Stärke. Da brauche ich auf alle Fälle kompetente Unterstützung. Und jetzt wollte ich euch noch berichten, als Ergänzung zu den Videos von gestern, dass ich gestern Abend mich selber an meine Neujahrsplanung gesetzt habe und festgestellt habe, dass ich unfassbar gut mir wunderschöne neue Themen erdenken kann, mit denen ich mich in 24 beschäftigen möchte und Dinge, die ich gerne regelmäßiger tun möchte und Dinge, die mir gut tun und tralala. Aber was mir dann auffällt, dass mein Alltag gewisse Veränderungen so in der Form, wie er im Moment ist, tatsächlich überhaupt nicht hergibt. Das heißt, ich habe mir überlegt, was ich ganz dringend brauche, und das ist der Tipp, den ich dir jetzt heute noch mitgeben wollte, ist eine, ich nenne sie mal Lass das Liste. Also eine Liste, wo wir, oder ich in meinem speziellen Fall gestern notiert habe, was ich lassen möchte im nächsten Jahr, welche Aktivitäten ich nicht mehr durchführen möchte, welche Gewohnheiten ich nicht mehr haben möchte, welche Gedanken ich nicht mehr denken möchte, welche Energieräuber ich nicht mehr besuchen möchte, um dann auch tatsächlich Zeit zu generieren, Zeit zu schaffen und auch Energie zu haben für die Projekte, die man sich wirklich wünscht. Und in meinem speziellen Fall ist das, um ein Beispiel zu nennen, ein kleines Beispiel? Ja, ich würde zum Beispiel super gerne recht regelmäßig morgens schon mit meiner Ponystute einen kleinen Spaziergang machen. Einfach weil ich weiß, dass mir das extrem gut tut, morgens schon mal im Wald gewesen zu sein und ihr auch. Und die meisten von euch wissen, dass ich jetzt nicht unbedingt der absolute Morgenmensch bin. Und ich finde, ich stehe schon früh auf. Ich stehe meistens schon so um 5:45 auf. Also jetzt zu sagen, ich stehe noch früher auf, damit ich das schaffe, das klappt sowieso nicht. Das habe ich schon oft probiert, auch um morgens dann nochmal Tagebuch zu schreiben, den Tag zu planen. Das hat nie funktioniert. Also meine Motivation ist morgens vor 8 Uhr wirklich winzig, winzig, winzig klein. Da tue ich wirklich nur das absolut Nötigste. Und so habe ich mir jetzt überlegt, okay, aber mit was verbringe ich morgens eigentlich meine Zeit und was möchte ich eigentlich tun? Und ja, was ich jetzt getan habe gestern, ist auf alle Fälle, dass ich Facebook und Instagram von meinem Handy geschmissen habe, weil das ist definitiv das, was ich morgens mit dem ersten Kaffee tue, dass ich da mindestens 20 Minuten oder eine halbe Stunde meiner Zeit so verdaddle, bis das erste Kind wach wird. Ja, und da kann man jetzt natürlich sagen, okay, ja, das ist jetzt auch keine Katastrophe. Ja, das stimmt, aber in der halben Stunde kann ich auch schon mit meinem Ponylein einmal in den Wald gezogen sein und frische Luft geatmet haben und den Tag begrüßt und mich wirklich da energetisch viel besser vorbereiten, als da bei Facebook abzuhängen. Also, das ist so ein kleines Beispiel und ich gehe mal davon aus, dass ihr auch da in eurem Tagesablauf Momente habt, die besser gestaltet werden könnten. Und was natürlich auch ein riesen Thema ist, ist einfach auch der gedankliche Aufwand, den man tagtäglich so hat. Und den vielleicht auch ein bisschen zu straffen und sinnvoller zu machen und wirklich nur die Gedanken zu denken, die notwendig sind. Also ich unterscheide da auch sehr gerne zwischen Gedanken und sinnlosen Sorgen. So die Gedanken, die einen immer nur so von einer Ecke in die andere bringen und wieder zurück und wieder hin und wieder her. Und am Ende des Tages vielleicht sowieso gar nicht so eintreffen, wie man das vielleicht befürchtet hat. Die sollten wir uns tatsächlich ganz, ganz schnell abgewöhnen.
weil das kleine Energiefresserchen sind. Ja, und dann vielleicht auch nochmal zu den Energievampiren. Ich mag das Wort gar nicht so, weil ich denke, jeder kann auch mal mehr oder weniger Energievampir sein und dann aber auch wieder ein Energiespender sein. Aber wenn ich das so sage, wirst du wahrscheinlich verstehen, was ich meine, dass es einfach Menschen gibt, die einen müde machen und die viel, viel Input brauchen. Und wenn du so Menschen in deinem Leben hast, dann solltest du vielleicht zumindest mal darüber nachdenken, in Momenten, wo du selber nicht ganz so energetisch bist, da einen Kontakt einzuschränken und eben zu schauen, dass es deinem Energielevel gut geht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch genug Energie hast für deine Pläne und auch die Dinge, die dir gut tun, weil das ist ja der Punkt, mit dem wir uns bei Amikamea jetzt beschäftigen wollen. Ja? Also es geht jetzt nicht um die anderen, sondern es geht einfach nur um dich. Und das, was du brauchst, um gesund zu sein, das, was du brauchst, um ausgeglichen zu sein, also einmal die mentale Stärke, die körperliche Stärke. Und das ist das Einzige, was mich interessiert. Mich interessiert gar nicht, was deine Oma oder deine Tante oder deine Nachbarin von dir will oder braucht. Vielleicht brauchst du es sogar. Das kann auch sein, aber umso müder du bist, umso weniger kannst du an andere weitergeben. Das ist jetzt hier so ein bisschen vielleicht eine Binsenweisheit. Heißt das so? Ja, ich glaube schon. Aber sie stimmt ja trotzdem. Deswegen plane gut, mach eine Lasters-Liste. Ich mache sie jetzt auch. Das ist der Plan für heute Nachmittag. Und dann gucken wir gemeinsam, wo wir damit landen, ja? Ob das mit der Planerei dieses Jahr besser geklappt hat als im letzten Jahr. Und jetzt verabschiede ich mich aber mal endgültig von dir. Also ich wünsche dir einen sehr, sehr guten Rutsch. Und wir sehen uns. Bis bald.